Darf ich die Anmoderation machen? Okay, gut. Herzlich willkommen zu einem neuen Handpuppen unter der Lupe. Diesmal mit dem Mr. Buttons von der Firma The Puppet Company. The Puppet Company hat eine Serie rausgebracht, die ich wirklich sehr interessant finde, denn sie heißt Knitted Puppets, im Prinzip gestrickte Puppen. Was aber die genauen Details dieser Klappmaulpuppe sind, beziehungsweise dieser Handpuppe und ob sie wirklich gestrickt ist, das möchte ich mir jetzt einmal ein bisschen im Detail mit dir anschauen. Fangen wir als erstes mal bei dem Kopf an. Die Augen sind aus Kunststoff gearbeitet. Die Augen selber scheinen mir, ja, es scheint aufgedruckt, aufgemalt zu sein. Ich kann mir vorstellen, dass das mit der Zeit abnutzt. Die Augen selber sind hier gepolstert, was man so ein bisschen noch erfüllen kann. Hier hinten ist halt die Befestigungstechnik der Augen. Die sind halt mit einer Art Stift auf dieser Seite versehen und auf der anderen Seite ist im Prinzip eine Art Stecker, wo das Ganze dann zusammengesteckt wird. Und dazwischen ist dann halt hier dieses Material von dem Kopf. Dann haben wir hier an dem Kopf überall rundherum grünen Zottelplüsch. Der ist genau in derselben Farbe gehalten wie auch beispielsweise die Nase, die Zunge, die Knöpfe und hier unten nochmal dieser Plüsch. Finde ich gut gemacht. Auf der Rückseite ist es voll und ganz durchgängig, dieser Zottelplüsch. Gut gemacht, man kann den auch so ein bisschen durcheinander zotteln. Deswegen heißt er wahrscheinlich auch Zottelplüsch. Dann die Ohren selber sind auch ganz süß gemacht. Wir haben hier auch nochmal außen dieses gelbe Material aus, und außen das Orange. Die Nase selber hebt sich leicht ab von dem Gesicht. Die Zunge im Klappmaul hat diesen Luftquieker. Der ist sehr klein gehalten. Zur Bespielbarkeit dieses Luftquiekers sage ich dann auch noch mal was. Das Klappmaul selber ist aus einem relativ festen Kunststoffmaterial. Ich würde sagen, das ist so eine Art flexibler Kunststoff, der hier verarbeitet ist. Schön finde ich, dass sich das noch mal hier ein wenig abhebt, nämlich zu diesem Orange von dem Gesicht und dann dir im Prinzip der Oberkiefer von dem Klappmaul und dann nochmal hier unten genau umgekehrt zu den äußeren Farben. Also hier das Gelb, innen drin das Orange. Schauen wir weiter an den Buttons herunter, nämlich hier haben wir die Knöpfe, die ihm seinen Namen verleihen. Buttons ist nämlich das englische Wort für Knöpfe, falls du des Englischen nicht mächtig sein solltest. Dann der Eingang zu dem Klappmaul befindet sich hier unten. Dieser Eingang ist leider nicht flexibel gehalten, was mich so ein bisschen wurmt. Ist wahrscheinlich auch diesem Zottelplüsch verschuldet, der leider nicht sehr flexibel ist. Nichtsdestotrotz komme ich gut rein mit meiner großen Hand. Allerdings kann ich die nicht ganz drüber ziehen. Mir fehlt jetzt noch ungefähr so ein Stück, damit ich ganz drinne stecken würde. Finde ich so ein bisschen schade, weil dadurch diese Knöpfe im Prinzip ein wenig gestaucht werden. Man muss dann so ein bisschen tricksen beim Anziehen der Sockenhandpuppe, dass das Ganze dann auch noch gut aussieht. Dann das Klappmaul selber fühlt sich gut an. Allerdings, was mich so ein bisschen stört, ist, dass ich hier innen drinne im Prinzip mit den Fingern leicht abzurutschen drohe, dadurch, dass im Prinzip zwischen meinen Fingern und dem Oberträgermaterial von dem Klappmaul dort, also dieses Oberträgermaterial von dem Klappmaul, dort ist eine Art glatter
glatter Stoff aufgebracht. Ich finde, das macht keinen guten Grip, aber trotzdem finde ich, man hat hier oben dennoch einen guten Halt und hier unten hat man auch noch mal ein bisschen Halt, dadurch, dass es relativ gut ausgepolstert ist und man mit seinen Händen auch an dieses Polster kommt. Hier noch einmal ein paar Detailfotos von der Handpuppe. Und das Obermaterial sieht übrigens wirklich aus wie gestrickt. Ich muss sagen, mir gefällt diese Handpuppe wirklich sehr gut. Die anderen Handpuppen aus der Serie der Sockenhandpuppen bzw. der gestrickten Sockenhandpuppen sehen auch sehr amüsant aus. Schau doch einfach mal auf der Website des Herstellers vorbei und schau dir die Freunde von Button an. Button selber ist 40 cm ungefähr groß und kostet derzeit so ungefähr um die 22 Euro. Ich finde, das ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, man bekommt was geboten. Und ja, das einzige Manko an der Handpuppe, was mich wie gesagt stört, ist wirklich dieser etwas enge Tunnel unten am Eingang zum Klappmaul. Ich sage danke fürs Einschalten. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lässt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lässt. Besucht mich doch auch einfach mal auf meiner Website. Den Link dazu findest du auch in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss, alles Gute, dein Hannes.